Tritratrullala, palim palim, ich sitze in meinem, nein, nein, nicht mehr in meinem M3 Lee drin, nein, 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 in meinem M4 Sherman, Gott sei es gelobt. Wir sind auf El Haluf, Chaluf unterwegs in einem Fünfer-Match und mein M4 Sherman ist noch, ja, soweit Stock-Engine ist nicht mehr drin, sondern die Top-Engine, der Turm ist noch Stock. Und ich wollte nicht weiter spielen mit der M3 Lee Top Gun. Deswegen habe ich mir die Haubitze hier gegönnt. Eine schöne Waffe, die ich gerne auf leicht gepanzerte Ziele richte. So. Und der Motor, das ist der Top-Motor. Ja, weil ich bin recht schnell. Ah, und hier auch ein, nicht ganz so schnell wie hier der hydraulisch angetriebene Panzer 4H. Aber immerhin. So, das hier ist mein drittes, viertes, fünftes Gefecht mit M3 Lee. Und zum allerersten Mal habe ich hier eine Karte, wo ich dann auch mal ausprobieren kann, über den Turm zu spielen, weil, wie wir ja wissen, alle Amerikaner, also die Panzer im Spiel WOT, haben gute Negativrichtwerte für ihre Bum-Bum-Kanonen. So, und diese Richtwerte versuche ich hier auch jetzt mal auf dieser Position, also auch eine typische Position für Panzer, die ihre Kanone gut runterkriegen, auszuprobieren. Deswegen wirke ich nicht direkt auf den Feind, sondern lasse mir etwas Zeit. Ja, jedenfalls nicht genug Zeit aber, um eins zu zielen, aber da ist ja noch der Alecto. Schauen wir mal da, wie wir da uns... Der bleibt wenigstens stehen, ein guter Feind. So, kommt sogar noch raus aus seiner Deckung, perfekt. Erster Abschuss. Congratulations, Mr. Sherman, General Sherman. So, jetzt fahre ich ein Tälchen weiter. So, und bin immer noch ein wenig am Ziel. Oh, da hören wir. Habt ihr es gehört? Die Arti schießt wieder hier hin. Ja. Ah, hier sind auch noch mehr unserer Tankfreunde in unserem Team. Und hier versuche ich immer noch ein bisschen rumzugucken, auszuprobieren. Und dann denke ich mir, oh, greif mal ins Geschehen ein. Das kann ja auch nicht schaden. Und ich fahre dann mal da vorne hin. Aber da ist noch ein M4 auf der Minimap irgendwie gespottet. Ich mache die Minimap mal ein bisschen größer. Und wer das KV-85-Video von mir geschaut hat, mit dem Titel Der Durchbruch, nicht der Untergang, der Durchbruch, der weiß also, was hier mein Team macht. Es bricht also gerade hier im Norden durch. So, und jetzt der Panzer 4H. Schön die Seite des Turms. Kaum gepanzert, quasi tok-tok die Tür. Wurde gesprengt. So, jetzt ist das Pendant meines M4 Sherman im feindlichen Team aufgetaucht. Und er kriegt auch schon kräftig Schüsse in seine Wanne und in seinen Turm. Und ihn begrüße ich dann auch mit einem Kurzi. Und er bleibt bei 21 HP hängen und zieht sich so verzweifelt zurück. Und ich und meine zwei TD-Kameraden, wir rangeln uns jetzt um den Abschuss. Na, wer wird den Fangschutz bekommen? Wer wohl? Der Kannibale hier. Der Kannibale aus der Eifel. So, da ist auch schon das nächste Opfer gespottet. Immer schön in Bewegung bleiben. Wir hören es von hinten. Arti is watching you. The sky has eyes. Und da, mit mehr Glück wie Verstand, fährt der Hetzer vor mir durchs Bild. Ich schieße auf den Panzer 3-4 und scratche so oben die Kommandantenluke und mache auch etwas Schaden. Und da auch wieder Arti, Arti, Arti. Immer in Bewegung bleiben. Obwohl ich hier jetzt einziele, mir Zeit lasse, betrügt mich meine Haubitze. Und kriege ich ihn? Nein, ich kriege den Alecto nicht mehr, aber es sind ja noch genug feindliche Panzer und auch Artillerie und ja, ist noch im Spiel. Da gibt es also bestimmt noch viel zu holen für mich. So hoffe ich denn zu diesem Zeitpunkt. So, fahren wir hier hoch. Immer in Bewegung bleiben. Schön vom feindlichen Radar verschwinden. Oh, Grille, sehr gut. Wunderbares Ziel. Das könnte ein wunderbarer One-Shot sein. Jetzt nicht mehr. Also natürlich, aber komm, Grille, bleib bitte noch erhalten. Nein, natürlich nicht. Aber der T-67 ist auch ein hervorragendes Ziel. Und ich schleiche mich schon an, um ihn also im Rücken zu fassen. Aber er macht mir ein wunderbares Geschenk. Er fährt mir gerade so vor die Knarre, vor die HE-Wumme.
Und das muss man natürlich honorieren mit einem Salutschuss. Jetzt ist der T-67 auch raus. 4 Abschüsse und 1079 Schaden. So, Panzer 38 MA wird da unten gespottet. Interessiert mich nicht. Und ich versuche jetzt hier die Artillerie irgendwie ein bisschen zu verarschen, indem ich also hier täusche rumzufahren und spot aber hier den M3 Lee und kann jetzt mich für die 98 Spiele revanchieren, die ich in diesem Fahrzeug hatte. Es ist mal so wunderschön, den M3 Lee, der mit 2 Schüssen aus dem Spiel genommen wird, aus dieser, also eben der anderen Perspektive zu sehen. So, und hier täusche ich auch wieder an. Ich war ja gespottet vom M3 Lee, dass ich also um die andere Seite rumfahre und will eigentlich schon Richtung Sturmpanzer mich da bewegen, aber der B1 ist ja auch noch da und da ich nicht wählerisch bin, was meine Ziele anbelangt, ich schieße sogar auf Verbündete, wenn sonst nichts oder selbst wenn feindliche Panzer in der Nähe sind, so kriegt der B1 dann auch noch sein Fett weg. Er schießt sich verteidigend auf meinen Teamkumpan, den T-34, der auch schon gute Abschüsse hat. Und ja, jetzt ist nur noch Sturmpanzer und KV-1 da. Der KV-1 ist auf der ganz anderen Seite und jagt unsere Arti. Und da, da wird der Sturmpanzer gespottet von mir. Und ich schieße an ihm vorbei und er, Gott sei es gelobt, er ist ein sehr unerfahrener Spieler, schießt an mir vorbei. Und ich glaube, ich habe eine bessere Nachladezeit. Und, jawohl, die habe ich. Er ist aus dem Spiel. Ich habe 6 Abschüsse. Zusammen mit meinem Freund und Sidekick, dem T-34, haben wir 2/3 des feindlichen Teams herausgenommen, exekutiert nach Tankermanier, nach Panzerart. Und der Panzer Selbstfallerfette, unsere Art, die kann man nicht helfen. Aber ich glaube, sie hat dem KV-1 noch eine mit auf den Weg geben können. Und ja, ich meine, es kommt ja sowieso zum Showdown und zum Duell, ne? Und warum nicht hier im Cap Circle? Deswegen schreibe ich hier meinem, dem T-34, komm, geh mal cappen. Treffen wir uns dann hier im Cap Circle mit dem KV-1 und verhandeln. Ne? Wir machen dann hier einen großen Friedensvertrag. Ja? So, und weil ich mich auch selten hier unten aufhalte, ich fahre immer Panzer, die sich irgendwie nie eignen, da direkt reinzufahren und da zu campen, gucke ich mich erstmal hier um, ne, ganz verwundert, so als ob ich gerade auf dem Mars gelandet wäre. Und da zeigt sich auch schon der KV-1, der noch 370 HP hat. Nicht gut, nicht gut, aber wir sind 2 Panzer. Und meine HE-Gun, wenn sie denn trifft und wenn ich dann Gold lade, ja, das könnte was werden. Aber zuerst versuche ich hier den Hügel zu erklimmen, ohne größere Erfolge aus Sicht. Während mein Kumpan und Sidekick schon mal den T-34 da unter Feuer nimmt. Gut, ich hätte ihn vielleicht in der Phase dabei stehen können, aber warum bleibt er denn auch da stehen? Also ich meine, so, jetzt wende ich mich dann, wie gesagt, unserem gemeinsamen Feind zu, endlich mal. Ja, ich weiß auch nicht, in welcher Situation, ich muss da geschlafen haben, es war spät nachts. Also die Entschuldigungen gehen mir nie aus und was ich hier mache, bedeckt bitte, bis ich euch sage, eure Augen. Denn was ihr jetzt sehen werdet, ist kein gutes Spiel von mir. Also noch ein schlechteres Spiel, wie ihr sonst von mir gewohnt seid. Ja, ich verschieße. Hätte da sowieso, glaube ich, bei der, in der Situation wenig beim KV-1 ausrichten können. Und lasse mich dann hier, nachdem ich einen Schuss erhalten habe, runter ins Wadi, in dieses ausgetrocknete Flussbett plumpsen. Und dann schauen wir mal. Ich lasse etwas schneller abspielen. Wupp, wupp, wupp. Um die Spannung zu erhalten. Ja, Critical Hits. Er schießt wieder. Ich habe mittlerweile Gold geladen. Und jetzt, komm, komm, ja. Ah, we didn't penetrate. Oh my God. No, we didn't penetrate. Ah, meine Güte. Oh, die Spannung steigt. Da, 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 da. Und, jawohl. Heavy Armor is destroyed. Puh. Da bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen nach diesen spannenden Bildern der letzten Sekunde. Gehabt euch wohl. Fahrt euren Herzrhythmus wieder runter und gute Jagd und Freude. Ja, herzliches Beileid all jenen, die dieses Gefecht nicht überstanden haben. Oh, das waren ja alle außer mir. Ja, so ein Gefecht habe ich selten. Ja, mein M4 Sherman mit Senior Haubitze
hat also hier wieder einmal ein Panzerass gerissen. Zwei der komischen Pimpel-Pumpel-Pampel-Pompel-Orden, ein High Caliber und eine Top Gun habe ich mir auch erspielt, weil ich nämlich 7 Panzer abgeschossen habe und auch am meisten Schaden angerichtet habe. Von 1790 HPs, die ich dem Feind geklaut habe. Credits habe ich in Anführungszeichen verdient, aber das werden wir in der letzten, im letzten Bildschirm sehen. Das ist ein bisschen weniger und ja, von der Erfahrung stehe ich eigentlich auch mit 1203 Punkten sehr gut da. Ja, ist schon eine imposante Strecke, die wir hier sehen. Vom KV-1, einem stark gepanzerten Ziel, über die mittel gepanzerten Ziele, Panzer 3-4, Panzer 4H, bis zu offenen Buttergefährten wie dem Alecto und dem Sturmpanzer 2, war ja alles mit dabei. So, jetzt zu der Teamauswertung an sich. Und da sehen wir eigentlich, was auch im Universum von World of Tanks nichts Sonderliches, Seltsames wäre. Zwei oder drei Spieler haben eigentlich das Spiel gemacht. Das war in unserem Team meine Wenigkeit mit 7 Abschüssen. Und aber der T-34, mein Sidekick, ja, der hat aber auch fast 1500 Schaden angerichtet. 4 Abschüsse. Also wir haben mehr wie 2/3 des feindlichen Teams rausgekickt. Während im gegnerischen Team der der Pipi-Peter und der Don't Worry Be der T-67-Fahrer auch gut reingehauen haben. Die haben also die Hälfte unseres Teams abgemurkst. Verbrecherisch, diese Kanaillen. So, und da möchte ich eigentlich von der ganzen Teamauswertung nur noch auf die M3 Lee-Problematik zu sprechen kommen. Die haben hier wieder total versagt, bis auf den Alpha Sigma 4. Den Spieler Alpha Sigma 4 im feindlichen Team, der hat immerhin doch 2 Schüsse ins Ziel retten können. Ich glaube, den habe ich sogar rausgenommen. Den Alpha Sigma, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Ja, was hilft es über verschüttete Milch nachzudenken? Und jetzt der letzte Bildschirm und hier möchte ich nur darauf hinweisen, dass ich sogar noch, yeah, 4708 Silbergroschen, Pfennige, Heller verdient habe. Jawohl. Und Gold, weil wir jetzt jeden Tag 25 Gold gewinnen, wenn wir 5 Gefechte da erfolgreich unter den ersten 10 absolvieren. Ja, 19 Mal habe ich geschossen, beziehungsweise geschossen hat ja mein Ladeschütze. Oder mein Ladeschütze. Oder zieht der Richtschütze den? Ich glaube, der Ladeschütze drückt ab. Gut, davon haben penetriert 12 und 13 getroffen. Das ist, also ich glaube, 68% Treffergenauigkeit. Ja, also Haubitze. Ja, Haubitze. Man sagt nicht umsonst, voll wie eine Haubitze. Ja, 1790 Schaden haben wir angerichtet und 9 feindliche Panzer haben wir beschädigt, ja, und 7 abgeschossen. Und wir sind 2,87 Kilometer spazieren gefahren an diesem, ja, Samstagabend. Ja, jetzt verbleibt mir nur noch zu sagen, gehabt euch denn wohl und gute Jagd und fette Beute.